Hallihallo, liebe Zombie-Fans, und willkommen zurück bei Let's Play The War C. Tja, soll ich euch direkt mal über die größten Neuerungen informieren? Zunächst mal schaut euch bitte mal hier um. Kommt es euch auch so vor, als wenn der Server hier viel detailreicher ausgestattet ist mit grünem Zeug? Das ist tatsächlich so. An der Karte hat sich jetzt nicht viel verändert. Im Inventar eigentlich auch nicht. Aber hier, wir haben jetzt hier ein Fadenkreuz, dessen Sinn mir jetzt noch nicht so ganz klar ist. Ach, wir haben das Fadenkreuz, jetzt ist es weg. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gesollt hat. Ja, warum kommt War C zu spät? Kann ich euch erklären. Ganz einfach. Ich hatte eine Menge Probleme mit diesem Spiel in der letzten Zeit. Ich kann es nicht sagen, warum. Aber in den letzten Tagen kommt wirklich, wirklich alle. Ja, einmal am Tag kommt irgendwie neuer Patch raus für dieses Spiel, ein neues Update. Und ich hatte dann Probleme mit dem Runterladen. Mein Uploader hat nicht mehr gestartet. Dann hat er gestartet, dann hat sich der Uploader geupdatet, beziehungsweise der Updater hat sich geupdatet. Und dann kam ich jedes Mal ins Hauptmenü, also beziehungsweise in das Menü, wo nach Patchen gesucht wird. Und der Download hat allerdings nie angefangen. Ich habe dann den Support angeschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Support von diesem Spiel ist der letzte Wichs. Ja, also die Mitarbeiter geben sich zwar echt viel Mühe, dieses Spiel hier zu perfektionieren, immer mehr Patches rauszubringen. Und es ist jetzt mittlerweile echt schön hier. Aber ganz ehrlich, wenn man ein Problem mit diesem Spiel hat und sich an den Support wenden will, hat man eigentlich schon verloren. Ich habe mich mittlerweile in drei verschiedenen Angelegenheiten an den Support gewendet und bisher noch nicht einmal eine Antwort bekommen. Also ganz ehrlich, fickt euch. Jetzt habe ich es letztens nochmal starten wollen und plötzlich ging's. Urplötzlich, ohne jegliche Vorwarnung, hat es wieder funktioniert hier. Ja, und sie haben einige Sachen wieder rückgängig gepatcht. Also es passen jetzt nicht mehr 70 Leute auf den Server, sondern jetzt sind es 50. Da hat sich's jetzt so eingependelt. Also, als ich das letzte Mal den Part gestartet habe, dann waren es ja so, dass bis zu 70 Leute auf so einen Server gepasst haben. Jetzt waren es wieder nur 50 und ich finde es auch so gut. Nun denn, was habe ich heute vor? Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns nochmal Pleasant Valley anschauen, als ich da letztes Mal so, ja, ganz peinlich gescheitert bin, weil ich einfach nur zu forsch in die Zombie-Horde reingerannt bin. Das werden wir heute natürlich ändern. Und das Ganze ein bisschen geschickter anstellen. Ich habe allerdings auch nur so einen Baseballschläger bei. Also man muss sagen, ein Baseballschläger ist natürlich besser als die Taschenlampe. Aber der Hammer macht deutlich mehr Schaden als dieser Baseballschläger. Das muss man dazu gesagt haben. Aber wir schaffen es auch trotzdem. Also gegen einen Zombie ist es gar kein Problem. Und ich glaube auch gegen zwei Zombies sollte man mit dem Baseballschläger einigermaßen gute Chancen haben. Und wir sind ja auch relativ gut ausgerüstet, sag ich mal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal, pack mal die Painkiller dahin, wo das Wasser ist. Damit wir die auf der Kurzwahl haben, falls uns ja irgendwas in die Quere kommen sollte. So ein Wasser trinke ich jetzt mal eben, genau. Ach ja, ist es schön, dieses Spiel wieder spielen zu können. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist zurzeit eins meiner Lieblingsspiele. Es macht echt tierisch Spaß, auch wenn es, ja, hier drin nicht unbedingt zur Sache geht. Es ist unglaublich spannend. Es ist eine wirklich sehr schöne Umgebung. Die Soundkulisse ist echt realistisch. Überlegt man, man hört Grillen zirpen, man hört Vögel im Hintergrund. Und vor allem, man hört eine Menge verschiedene Vögel. Also im Moment höre ich vier Stück. Das war der erste. Der zweite ist jetzt. Der dritte, was ist das hier? Da ist Nummer vier. Also man hört hier unglaublich viele Details. Ich weiß natürlich nicht, ob das im fertigen Video auch noch so gut rüberkommt wie jetzt bei mir auf meinem 7.1 Headset, muss ich ja dazu sagen. Also ich höre hier wirklich alles. Aber ja, das Spiel ist echt unglaublich schön gemacht und ich bin sehr froh, dass ich es wieder spielen kann, dass es sich wieder eingefangen hat. Der Zombie hier lebt, glaube ich, oder? Wollen wir uns mal ein bisschen aufwärmen? Komm, wir wärmen uns mal ein bisschen auf und locken den mal an. Na komm. Okay, den haben wir. Sonst noch jemand oder ist es nur der da? Es ist nur der da, oder? Ja. Ja.
Ja, komm, komm, komm. 5 XP geaddet. Herrlich. Ja, so zum Aufwärmen ist es vielleicht gar nicht schlecht. Weil da, wo wir jetzt hingehen, sind auf jeden Fall welche. Ich kann auch erstmal noch außen rumschleichen. Vielleicht findet sich ja noch ein zweiter Eingang, der nicht ganz so riskant ist wie der Fronteingang hier. Aber zumindest hängen hier immer noch die toten Zombies rum. Ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt. Tote Zombies ist eigentlich nur so eine Halbwahrheit, ne? Weil ich habe noch nie einen lebenden Zombie gesehen. Aber es ist echt voll laut hier gerade. Ich glaube, ich gehe doch vorne rum rein. So. Da oben stehen zwei Lebende, da müssen wir aufpassen auf die. Und jetzt gehen wir schon mal in den Schleichmodus, da ich nicht möchte, dass jetzt hier gleich einer um die Ecke steht. Dieses Knurren ist ja nie ein gutes Zeichen. So. Irgendwo ist einer ganz nah bei uns. Es ist richtig gefährlich hier. Nur wo ist der? Der steht wahrscheinlich jetzt genau hier direkt hinter dem Zaun hier. Oder? Ich mache jetzt mal was und zwar... Nein, das wollte ich nicht. Wie ging das nochmal? Ah, mit Y, genau. Ich lege mich mal auf den Boden. Ich mache jetzt hier einen auf ganz vorsichtig. So, richtig schön aufpassen. Links um die Ecke schauen, weil hier muss sie eine stehen, weil die hört man ganz laut. Ja, die steht da ziemlich in der Ecke, okay. Mal schauen. Ich habe mir nebenbei hier wieder was Schönes, Warmes zu trinken gemacht, um meine Stimme zu ölen. Da heute Sonntag ist und sonntags nehme ich immer besonders viel auf. Und da ich ungern mit einer Stimmbandentzündung hier rausgehen möchte, muss ich mich dafür entschuldigen, wenn ich nebenbei mal ein bisschen meine Stimme öle. So. Im Moment entdecke ich nur die eine, die da hinten am Zaun steht. Ich glaube, wir können mal wieder versuchen, uns aufrecht hinzustellen und nur so ein bisschen zu crouchen. Wir befinden uns gerade wirklich in der Höhle des Löwen. Das macht das Ganze hier sehr gefährlich. Wir haben, glaube ich, keine von diesen Barrikaden dabei, ne? Nein. Ja, da hatte ich euch ja im letzten Part davon erzählt, dass man uns jetzt so Barrikaden gegeben hat, die man hier in die Türe stellen kann. Was haben wir hier? Ein Schokoladenriegel. Ich hoffe ja mal, dass ich hier drin irgendwas sehr Spannendes finde. So, hier drin irgendwas? Nein, auch nicht. Okay, dieses Haus war schon mal eine Niete. Oh, da steht er. Da steht er. Also im Moment mache ich nur zwei Zombies hier drin aus. Mit denen könnten wir sogar noch fertig werden. Nur sobald es mehr werden, habe ich, glaube ich, ein Problem. Oh, da kommt noch einer. Da liegt was drunter, ich sehe es doch. Leg dich mal hin. Was ist das? Was ist das? Bandages. Sehr schön. So, die Soundkulisse im Hintergrund wieder. Einer von euch hat mir ja geschrieben, dass er glaubt, dass diese Soundkulisse immer dann kommt, wenn ein anderer menschlicher Spieler in der Nähe ist. Ich persönlich kann das ja noch nicht bestätigen. Was ist das hier? Painkiller. Sehr schön, immer her damit. So, was ist das jetzt eigentlich hier, dieses Pleasant Valley? Ist das irgendein besonderer Ort? Zumindest ist es ein Ort, an dem wir sehr viel Heilung finden. Und Suppe. Das sieht aus wie Chips, genau. Na, herrlich. Also so ganz schlecht ist die Ausbeute ja nicht, ne? Aber Waffe haben wir noch keine bisher. Wow! Alter, die hat mich gesehen. Blöde Schlampe, ey. Das kam jetzt unerwartet. Okay, die hätten wir. Hat mich sonst noch irgendwer gehört? Nee, schied nicht so aus. Können wir uns jetzt hier hinten wenigstens wieder ein bisschen schneller bewegen. Da vorne hockt auch noch einer. Ich glaube, ich habe da unter der Treppe was gesehen, oder? Das ist doch eindeutig eine 1 Liter Wasserflasche. Wo ist der Zombie von hier hin? Wow! Wo ist der? Der ist viel zu laut hier, der muss ja ganz in der Nähe sein.
Ja, Wasser ein Liter, da hinten ist er. Kommt, die schnappen wir uns. Nein, da steht einer auf, das ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Mach den einen jetzt kaputt hier, komm, komm, komm. Komm, mach den einen jetzt kaputt. Okay, jetzt müssen wir machen, dass wir hier wegkommen. Scheiße, ich will nicht schon wieder verrecken hier. So, nimm dir Bandages, komm. Oh, das zieht, das hilft ja gar nichts mehr. Okay, dann rennen wir. Wow, schnell raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Nochmal, nochmal Painkiller. Okay, komm, rennen. Wie weit sind sie uns auf den Fersen? Ja, geht, 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 geht. Boah, die Bandages helfen einem ja gar nichts mehr. Guck dir das mal an, das bringt dir überhaupt keine Hilfe mehr. Komm, die holen wir uns jetzt aber noch hier. Die Schlampe hier. Holen wir uns auch die XP. Ja, und ein bisschen Kohle hat sie auch liegen lassen. 80 Dollar immerhin. Nun ja, aber so viel gab es da drin jetzt auch nicht zu holen. Aber es wurde echt schon wieder ein bisschen knapp. Ja, aber jetzt sieht unser Inventar natürlich nicht mehr ganz so prickelnd aus. Naja. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt in die Safe Zone. Die haben wir ja hier. Und dann erstellen wir uns einen neuen Charakter in der Hoffnung, dass wir mal irgendwo spawnen, wo wir noch nicht schon waren. Also jeder, der sich vornimmt, Let's Player zu werden, glaubt mir, das Trinken ist das A und O bei diesem Job. Wenn ihr nämlich eine ganze Weile am Stück schwätzt, bekommt ihr einen trockenen Hals. Und dann ist nichts mehr mit schönen Sätzen, die man zusammenwürfeln kann. Dann krächzt man nur noch so ein bisschen vor sich hin. Ich meine, Cola ist zwar auch interessant, aber am besten ist wirklich irgendwas Warmes. Also im Moment ist es jetzt bei mir Tee. Da es auch noch relativ früh am Tage ist. Abends trinke ich manchmal Glühwein nebenbei, das bringt auch sehr viel. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, was Warmes zu trinken, wenn ihr es wirklich vorhabt, eine ganze Weile am Stück zu zocken. Denn es ist ja wirklich so, wenn man redet immer durchgehend, ununterbrochen. Und man kann natürlich nicht ständig nach jeden zwei, drei Sätzen was trinken nebenbei. Maximal zwischen den Parts. Aber das kommt halt so während dem Reden, überkommt einem manchmal so einen Durst. Und das rauszuschneiden jedes Mal ist blöd. Deswegen was Warmes zu trinken, das beruhigt den Hals ein bisschen. Und dann hält man das Ganze schon ein bisschen besser durch. Deswegen darf es euch nicht stören, wenn ich ab und zu mal dieses Geräusch hier mache. Ah, weil dann trinke ich einfach was. Da müsst ihr durch. Dafür Let's Play ich ja für euch. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht immer so stark enttäuscht, dass es da nicht so viel zu holen gab. Da ich ja eigentlich auch hier nur nochmal hingegangen bin, um euch das nochmal zu zeigen, was es hier gibt. So, wenn wir jetzt hier beim Settlement angekommen sind, wo wollen wir denn dann hin? Whitestone Mountain und so weiter, da waren wir ja schon überall. Rocky Fall. Also am schönsten wäre es natürlich, wenn wir uns mal hier oben umgucken könnten, bevor wir in die neuen Gebiete gehen. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt so ablaufen wird. Da werden wir schon was finden. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal ein bisschen beeilen. Ich renne jetzt mal ein Stück. Denn ihr habt es ja mit Sicherheit schon bemerkt, dass die Wege hier, die Laufwege, ziemlich extrem lang sein können hier in Worsea. Ach genau, ich kann euch noch ein Gerücht bestätigen. Ich hatte ja vor zwei, drei Parts mal erwähnt, dass ich gehört habe von irgendwo, dass von Daisy auch ein Vollpreisspiel auf den Markt kommen soll. Es ist jetzt mittlerweile beschlossene Sache. Es gibt zwar noch kein Release-Datum, aber an sich ist es auf jeden Fall in Planung und vor allem auch in Produktion. Ich bin nun mal gespannt, inwieweit sich die beiden Spiele im späteren Verlauf unterscheiden werden. Also Worsea macht ja schon vieles sehr, sehr schön, sodass man eine sehr große, offene Strecke... Ihr seht, wir sind jetzt gerade gerannt und sind nur so ein Stückchen hierher gekommen. Also Worsea macht das schon mal sehr richtig, dass wir... Es ist kein überladenes Spiel. Die Zombies hängen nicht an jeder Ecke zu Dutzenden. Das ist schon mal sehr schön. Dann hat man jetzt wohl die Heilungswirkung von den Bandages und Painkiller extrem runtergeschraubt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ein Schlag von den Zombies zieht mir ungefähr ein Viertel meiner Lebensenergie ab und so eine Bandage. Ja, bringt maximal ein Zehntel wieder zurück. Die Painkiller waren da schon besser. Ich denke, wenn man sich wirklich in gefährliche Gebiete wagt,
wagen möchte, dann sollte man auf jeden Fall schon mal Antibiotika dabei haben, denn die haben ja noch vor den ganzen Patches noch fast die komplette Leben geheilt. Wie es natürlich jetzt aussieht, kann ich nicht sagen. Und wir haben überhaupt gar keinen Banditen auf dem Server, fällt mir gerade ein. Das ist doch schön. Und wir sind Nummer 2. Das heißt, wir sind am zweitlängsten mittlerweile hier, am drittlängsten, weil es gibt ja doch die Nummer 0 am drittlängsten hier auf dem Server. Zumindest glaube ich, dass es so gestaffelt ist. Egal. Ich versuche mit irgendwelchem Geschwätz die Zeit zu überbrücken, bis wir ins Settlement kommen. Einer von euch hat ja gesagt, ich soll mal hier einen Part in Überlänge machen. Das könnte ich theoretisch machen, ja, aber ich glaube, 25 Minuten länger möchte ich eigentlich ja, nicht am Stück für einen Part. Also so 20 bis 30 Minuten könnt ihr euch drauf einstellen, werde ich die Parts immer machen, denn es kommt natürlich auch immer darauf an, wann ein guter Zeitpunkt ist, einen Part zu beenden. Jetzt hier würde ich den Part nicht beenden, weil wir noch mitten auf dem Weg sind und eigentlich noch nicht viel erreicht haben jetzt. Wenn wir jetzt allerdings im Settlement ankommen, bevor wir uns dann wieder auf den Weg machen, ist natürlich eine perfekte Gelegenheit, um einen kurzen Schnitt zu setzen. Und so werde ich das dann natürlich auch weiterhin handhaben, dass ich immer gucken werde, okay, wann ist es günstig, wann kann man sich verabschieden, wann macht es Sinn, einen Part zu beenden. Jetzt hier wird es keinen Sinn machen, weil dann würde ich im nächsten Part wieder genau hier weitermachen und dann die ersten 10 Minuten des neuen Partes nur mit Laufen verbringen. Das ist für mich blöd, das ist für euch blöd. Deswegen werde ich jetzt noch bis in die sichere Zone gehen. Mein Global Inventory wieder ein bisschen besser ausrüsten. Und dann den Part beenden. Ja, wie gesagt, noch gibt es keine Levelstufen oder sowas für deine Überlebenden. Also man kann zwar XP sammeln, aber noch kann man mit diesen XP nichts anfangen. Ja, es ist traurig, aber es war. Und solange dem so ist, ist es eigentlich völlig egal, wie lange man mit einem Charakter spielt, ob man den jetzt löscht und einen neuen erstellt, einfach nur so. Wenn man irgendwann leveln kann mit seinen Charakteren, dann macht es natürlich Sinn, einen Charakter so lange wie möglich zu behalten. Aber noch ist es eigentlich nicht der Fall. Gucken wir mal. Ja, ich meine, 17 Leute auf dem Server, damit kann man nicht recht zufrieden sein. Es ist ja jetzt gerade 16.44 Uhr am Sonntag, wie viel ist heute? Ich glaube, der 16. Dezember schon. Heilige Scheiße, bald ist Weihnachten. Leute, wie verbringt ihr Weihnachten? Würde mich jetzt mal spontan interessieren. Ich kann es ja von mir erzählen. Also Weihnachten ist bei mir so wirklich ein reiner Familientag. Also Weihnachten Kumpels treffen oder so mache ich nicht. Die Freundin gerade noch, aber der Rest gehört echt der Familie. Ich werde jetzt über Weihnachten zu meinen Großeltern fahren. Da bin ich erstmal einen halben Tag unterwegs, weil ich dafür durch halb Deutschland fahren muss. Aber ich meine, für Weihnachten tut man das mal. Oh, und wir sind schon in der Safe Zone. Ja, das ist ja super. Na dann, quitten wir das Ganze mal. Ja, wie ich euch bereits gesagt habe, wenn wir in einer Safe Zone rausgehen, dann haben wir die Erlaubnis, auf das Global Inventory zuzugreifen. Das bedeutet, ich könnte jetzt aus dem Global Inventory in mein Inventar Gegenstände legen und allerdings auch umgekehrt. So, das heißt, ich packe jetzt alles, was ich dabei habe, ins Global Inventory. So, Wasser, Fernglas, Fleisch, Suppe. Ja, komm, mach hinne. Pasta. Aber jetzt kann ich den Part wirklich noch nicht beenden, denn wir haben gerade mal 18 Minuten. Den kleinen Rucksack auch, die Soda, Schokoladenriegel. Ja, man muss halt wenn man mehrere von einer Sache hat, muss man natürlich jedes Mal extra auswählen. Das ist ein bisschen ätzend, aber mein Gott. So, und das Flashlight, jetzt werden wir hier geleert. Jetzt machen wir mal einen neuen. Wie nennen wir den? Ach ja, immer dieses Namen aussuchen. Nennen wir ihn Superkumpel. So, Superkumpel. Na, ist doch ein schöner Name. Continue. Sollen wir wieder mal eine Frau nehmen hier, die Mechanikerin? Ja, die sieht schon ein bisschen scharf aus hier. Ja, komm, mit den langen Haaren, ist so ein bisschen frech. Army. Ja, komm, das da hier. Und das gefällt mir ganz gut. Super Kumpel. Create New Survivor. Mal gucken, ob den Namen schon jemand hat. Nein, tatsächlich noch nicht. Na also. Ja, wir haben hier immer so eine kleine Startausrüstung. Sie bekommt jetzt allerdings den Schläger. Den Taschenlampe kannst du von mir jetzt auch behalten. Hallo? Ach so.
Wie ist es denn mit sieht's denn mit Rucksäcken aus? Haben wir da was? Wir haben nur einen großen, ne? Ne, die hat ja einen Rucksack, müsste ja eigentlich schon haben. So, mit was können wir die noch ausrüsten? Ich glaube, wir geben ihr mal noch ein paar. Ja, vielleicht noch die restlichen Bandages hier mit. So, alle drei. Und die Barrikaden nehmen wir jetzt mal mit, damit wir die mal zeigen können. Zwei Stück würde ich mal mitnehmen. Ja. Dann die Bionoculars auf jeden Fall. Die sind eigentlich ein Muss in diesem Spiel. Und noch was zu essen und zu trinken. Also ich würde ihr mal, ich gebe ihr mal die Pasta noch mit. Und was nehmen wir noch zu trinken? Hier dieses Elektrolyt-Gesöff. So. Dann gehen wir mit ihr ins Game. Surf Browser. Ah, ich habe gerade 130 FPS. Das ist voll genial. Dank meines neuen PCs habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber ich erwähne es immer ganz gern wieder. So, und ihr seht jetzt auch, hier haben wir wieder maximal Anzahl 50. 18 von 50? Ne, gibt es irgendwo noch weniger? 16 von 50, da gehen wir hin. EU-Server 73. Und dann gucken wir mal, wo wir spawnen. Da nehme ich euch jetzt mal noch eben hin mit. Und dann können wir den. Oder sollen wir bis 30 Minuten spielen? Ach, ich weiß nicht. Wie soll ich die Parts machen? 30 Minuten, 40 Minuten, vielleicht sogar mal eine Stunde, 20 Minuten. Ja, am besten, ich habe ja bisher nur die Meinung von einem von euch. Am besten, ihr schreibt mir mal alle. Also, fände ich toll. Was haltet ihr davon? War C immer so um 20 Minuten lassen oder soll ich bei War C wirklich 30 bis 40 Minuten aus den Parts machen? Ich meine, in einem Part erreicht man ja jetzt noch nicht so viel. Also 15 Minuten sind definitiv zu wenig, das ist mir klar. Jetzt gucken wir mal. Und wir sind tatsächlich, wir sind woanders. Oh, ist das herrlich hier. Oh, Alter, wir sind voll dünn. Guck ich mal, wie dünn wir sind. Ich meine, gut, wir sind auch nur ein Mädel. Wenn auch ein ziemlich schick ausgerüstet ist. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier für eine Streife am Rock? Sieht aus wie Blut. Wir haben Blut am Arsch. Sexy. Nun denn. Also ich würde sagen, ich mache diesen Part jetzt mal 30 Minuten lang. Und den nächsten Part auch mal so 30 Minuten. Und dann warte ich mal auf eure Rückmeldung. So, wo sollen wir hin? Sollen wir in die Militärstation? Ich glaube, das machen wir, oder? Mal ein bisschen wieder Waffen farmen. Wenn wir denn da was finden. Und von dort aus versuchen wir dann hier Frostpines Resort Town und dann vielleicht auch noch hier Glenwood Springs. Ja, komm, wir gucken uns jetzt mal die neue Karte ein bisschen an. So. Wir laufen natürlich querfeldein, bis wir uns in der Nähe der Militärstation befinden. Da wir so noch relativ, ja, keiner großen Gefahr ausgesetzt sind, einem Banditen zu begegnen, da ja auch hier gar keiner auf dem Server ist. Aber auch Zombies sind wie immer nicht so häufig verteilt hier im Wald. Wobei, ich weiß es nicht, wie es mit den neuen Patches ist. Also, wovon ich weiß, was geändert wurde, ist, dass, also so ganz dem Anschein nach, die Heil-Items ein bisschen abgestuft wurden. Dann, dass es hier wirklich viel detailreicher aussieht. Ich meine, ich spiele mittlerweile auch, ich kann es euch zeigen, ich spiele jetzt auf Ultra, Gesamtqualität. Aber ich habe das vorher auch schon gemacht. Zumindest, wenn ich Offscreen gespielt habe. Und da hat es nicht so ausgesehen, ganz ehrlich. Da haben wir ein Häuschen. Ja, da gehen wir uns das mal ein bisschen angucken. Also, deswegen denke ich, dass die zweite Sache, die gepatcht wurde, war, dass es hier ein bisschen HD-mäßiger aussieht. Also, mittlerweile sieht dieses Spiel echt grandios gut aus, oder? So einfach so durch in einen riesengroßen Wald zu laufen, das beeindruckt mich einfach. Und da klingelt das Telefon. Ich mache einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da wäre ich wieder. Entschuldigt die kleine Unterbrechung, aber das passiert eben manchmal. Ich mache jetzt mal gerade nebenbei etwas, was eigentlich unprofessionell ist, aber ich tue es trotzdem. Ich kann euch ja währenddessen mitnehmen. Und zwar habe ich hier neben mir wie immer meinen Laptop stehen, der gerade Part 12 von Assassin's Creed 3 hochlädt. Und den stelle ich jetzt mal eben auf öffentlich. Und zack. Das heißt, das wäre jetzt für euch verfügbar. Ihr könnt jetzt Assassin's Creed 3 schauen, beziehungsweise ihr habt es vermutlich schon längst geschaut, wenn dieser Part hier oben ist. Wobei ich hoffe, dass ich diesen Part heute noch hochladen werde. Na egal. Ich entdecke hier gerade ein paar Zombies. Zwei Stück zumindest schon mal. Und da stehen auch noch welche. Oh, das ist aber gar nicht gut. Können wir da einen anlocken? Nur einen. Kommt hier schon jemand? Ja, ich will nur einen haben, nicht alle. Dann könnte das vielleicht funktionieren, wenn wir sie alle einzeln ziehen können.
Obwohl, komm mal so weit zurück wie möglich. So, jetzt lass ich einfach kaputt hauen. So ist fein. So, komm, noch ein Stück. Na komm. Boah, der ist viel zu widerstandsfähig. Na also. Gib mir die Kohle. 92 Dollar und ein Zombie weniger. Ja, weil die, die hier so direkt vor dem Haus stehen, die sind mir ein bisschen unheimlich. Kann ich den jetzt auch noch ziehen hier? Jawohl, ich habe wieder nur einen bekommen. Das ist genau gut so. Gehen wir wieder ein Stückchen zurück, damit die anderen den Kampf nicht mitbekommen. So ist fein. Komm her. Na komm, da wo dein Kumpel liegt, da wirst auch du gleich liegen. So, komm her. Lass dich kaputt kloppen. Oh, die ging ein bisschen schneller. Kann es sein, dass Frauen weniger aushalten als Männer? Ich meine, ich habe noch nie in Wirklichkeit auf einen Frauenschädel mit einem Baseballschläger angekloppt. Und ich habe es auch nicht vor. Aber das wäre schon cool, wenn die solche Eigenschaften hier eingebaut hätten, dass Männer da ein bisschen mehr aushalten. Na, komm her. Ah, okay, der hätte uns eigentlich treffen können. Na, komm her. Obwohl, der hat jetzt auch nicht viel ausgehalten. Oder ist es einfach nur von Zombie zu Zombie verschieden? Das kann natürlich auch sein. Aber Alter, wie viele streifen hier denn noch rum? Okay, wo ist der nächste? Ich glaube, ich habe einen angelockt. Hoffentlich nicht zwei. Nee, sieht aus wie nur die eine. So weit, so gut. Weil sonst will ich keine haben. So, komm her. Du bleibst natürlich auch nicht verschont. Na, dieses saftige Geräusch immer, wenn man trifft, ne? 5 XP added. So, jetzt sollen wir uns den Polizisten hier mal krallen, der da hinten im Wald rumstreunt. So, perfekt. Oh, der ist auch schon ein bisschen aggressiver, hört er sich an. Na, komm her. Ich mach von niemandem Halt. Wow. Ist echt gefährlich. Aber hey, wir sind mittlerweile, hauen wir echt stark zu, ne? So, es streuen hier noch irgendwelche rum. Also 4 Stück sind... Oh, wie viele sind denn da eigentlich noch, ey? Jetzt habe ich 2, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sollen wir es trotzdem wagen? Komm, wir wagen es trotzdem. Oder wir gehen einfach so weit zurück, bis eine von beiden aufgibt. Wenn wir das hinbekommen. Ja, wir bekommen das hin. Das ist ja sehr schön. Komm her. So ist fein. Jawohl, ja, wir haben die eine wieder abgeschüttelt. Na, fein. Komm her. Oh, die hält aber viel aus. Würdest du bitte mal aufhören, so viel auszuhalten? Alter, schon eine riesen Blutlache. Ne? Was ist mit der los? Boah, die viele Schläge gebraucht, ey. Da ist vielleicht doch nicht so schlecht, wenn wir, dass wir es geschafft haben, nur die eine zu ziehen. So, jetzt aber die andere, komm her. Sehr schön. Und dann ist da nur noch die eine, dann müssten wir hier alles... Nee, da hinten ist noch einer. Ja, dann klären wir halt alles hier, komm her. Na komm, Schlampe. Ah, das ist nochmal die gleiche hier. Hoffentlich hält die nicht wieder so viel aus. Nee, die ging jetzt ein bisschen schneller kaputt. Die hatte ihren... aus ihrem Bauch ging ihre Gedärme raus, habt ihr das gesehen? Da stehen ja noch mehr... Alter, wie viel ist denn hier los eigentlich? So, wir haben 2 Stück. Mal gucken, ob wir es wieder schaffen, dass einer unsere Fährte verliert. Während wir hier rückwärts laufen. Sieht aber nicht so aus im Moment, ne? Nee, jetzt stehen da beide rum. Das ist nicht schön. So, ich will nur einen haben. Na komm, einen. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Okay, können wir die jetzt vielleicht irgendwie umgehen? Jetzt haben wir die hierher gelockt. Ist vielleicht gar nicht so unpraktisch. Können wir sie jetzt vielleicht einfach nur so ein bisschen umgehen? Das wäre natürlich auch schön. Also ich möchte da drin jetzt irgendwas richtig fettes, irgendein richtig fettes Item haben, so wie das Haus hier bewacht ist von Zombies.
So, ich will nur den da haben. Habe ich nur den oder habe ich die da oben auch? Ne, ich habe nur den. Okay, dann komm mal her. Sieht aus wie ein Holzfäller hier. Nein, hat mich getroffen. So ein Kacke. So eine Kacke. Du sollst mich doch nicht treffen, du Spast. Geh, geh sterben. Beziehungsweise nochmal, ne? Also du weißt schon. Boah, Alter, der hält wieder so viel aus. Ja, das war klar, dass er mich jetzt nochmal trifft, ne? Alter! Ich hab keine Lust mehr. Meine Hand tut schon weh vor lauter Raufkloppen hier. Hallo, ich krieg den nicht down. Ich glaube, der ist unsterblich. Also gegen unsterbliche Zombies zu kämpfen macht keinen Spaß. Was ist mit dem Typen los? Alter! Der hatte mal viel ausgehalten, ey. Eine halbe Stunde habe ich auf ihn eingeprügelt und immer ist er noch nicht down. Alter, wie viele Zombies hier rumhängen, das ist doch nicht mehr schön. So, jetzt machen wir aber einen riesigen Überlänge-Part. Oh nein! Jetzt liegen da auch noch welche im Gras rum. Aber du gehst jetzt bitte ein bisschen schneller, ja? Scheiße, ja, komm halt her. Lass dich verprügeln hier. Ah, das macht Spaß, das macht Freude. Ja, auf totes Fleisch einzuklopfen, mache ich in meinem echten Leben natürlich auch gerne. Boah, wir sind da richtig fleißig mit der Guten hier. Wie viele gibt's denn jetzt hier noch? Ich habe keine Lust mehr. Alter, das ist voll gefährlich hier. So eine ganz winzige Holzhütte und 5000 Zombies. Stehen die beiden eigentlich immer noch da oben? Nee, irgendwie nicht. Oh, jetzt stehen sie da. Schleichen wir halt mal. Wehe, da drin gibt es nicht voll das fette Item. Okay, wir haben eine. Ja, ich könnte das den ganzen Tag tun, mich hier durch Zombies durchzuhauen. Aber jetzt, Mann. Das ist langsam echt anstrengend hier. So, den da holen wir uns auch noch. Komm her. Oder besser gesagt, die da. Die hat ein bisschen eine männliche Stimme hier. Nein, hat sie getroffen. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir aufpassen. Na komm. Ey, ich hau dir voll auf den Kopf. Na Mann, jetzt mach schon. Ach, das kann doch nicht sein. Wie kann die uns denn getroffen haben? Wir haben sie. Aber uns geht's nicht gut. Ja, ich verbrauche jetzt erstmal alle meine Bandages. Alter. Dann schleichen wir jetzt mal ein bisschen hier. Ich bin ja gar nicht zufrieden, wie das gelaufen ist. Drei Bandages verbraucht. Ich meine, wir haben auch 8000 Zombies gekillt, aber... Was finden wir dafür? Einen Schokoladenriegel, damit sich das nicht mal gelohnt hat. Und Chips. Der lebt noch, der da sitzt, oder? Pasta. Mann, ich will hier irgendwas Geileres finden. Okay, Leute, mal ganz im Ernst. Das hat sich nicht gelohnt. Dass wir uns hier durchgeschlagen haben für ein bisschen Pasta und Chips. Finde ich nicht. Ich finde es nicht witzig. Dann gucken wir mal auf die Karte, wo sind wir jetzt? Sind wir in der Nähe der Military Base? Nein, da oben ist die, oder was? Ach du Kacke, Sind wir hier ja komplett falsch. Jetzt habe ich wieder einen auf mich aufmerksam gemacht. Ach, scheiß doch drauf. Ich renne hier jetzt einfach weg. Ja, verfolg mich halt. Oh, ja, war gar nicht schlecht. Schlückchen trinken. Wir müssen irgendwie dort auf den Berg... Aber der scheint ist jetzt nicht mehr so hoch. Vielleicht können wir ja von hier schon erklimmen. Aber ich muss sagen, unsere Lady hier ist echt tough.
Wir haben zwar kaum noch Leben und kein Heilzeug mehr, aber die hat es mit einer ganz schönen Menge Zombies aufgenommen. Ja, dann kraxeln wir es hier mal oben ein bisschen auf dem Berg entlang. Oh, einen Banditen haben wir auf dem Server. Aber ich meine, bei 14 Leuten auf diesem riesigen Server hier. Oh, was für ein schöner Ausblick, oder? Ich glaube, mit diesem Ausblick beende ich mal den Part. Ja, okay, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und erkunden dann die Militärbase, wenn auch mit sehr, sehr wenig Gesundheit. Mir graut es ja schon ein bisschen davor. Also dann, bis zum nächsten Part. Tüdelü.